Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Einen Moment, ich habe vergessen, die Lautstärke nochmal anzupassen. So. Und wir wollten jetzt hier rein. Hier, so, in die Höhle. Was ist das denn für ein neues Bild? Das kannte ich jetzt gar nicht. Ist das... Jetzt habe ich ein Problem. Alter. Und es ist so dunkel, ich sehe nichts, ich erkenne nichts. Warum muss es jetzt dunkel sein? Alter. Was suche ich hier? Die Medaillons der beiden toten Schwestern finden, ja. Aber... Ich fand alle Briefe, die die Kultisten auf der kleinen Insel hinterlassen haben. Außerdem stieß ich auf den letzten Tagebucheintrag von Bruder Solyris. Er schrieb darin etwas von einem letzten Festmahl und der Zeit des Aufstiegs. Für mich klingt das alles andere als beruhigend. Vielleicht könnte ich durch die Medaillons der beiden Schwestern, die zu fliehen versuchten, einen Weg in das Gemeindehaus finden? Ich war doch schon im Gemeindehaus, oder nicht? Warum ist das hier so unkenntlich? Wo muss ich jetzt hin? Ich hab Ja! Muss ich da überhaupt hin? Kann ich hier wieder raus? Warum muss das jetzt ausgerechnet nachts sein? Ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Ich sehe gar nichts. Auf meinem Bildschirm ist hier alles schwarz. Ich muss wirklich auf den OBS-Bildschirm schauen. Um überhaupt irgendwas zu erkennen. Bitte kann ich da auch atmen, Luft bekommen. Nee. Kann ich einen vorherigen Speicherstand laden? So den hier? Ich bin im Gemeindehaus eigentlich. So, hier gab es noch einen Käfer. Eine Ratte.
Lehrbücher nehme ich auf jeden Fall mit. Freiheit wird aus Schmerz geboren. Alles dasselbe. Aber da hinten gab es ja nichts, um wieder. Also, beziehungsweise da unten gab es nichts, um wieder hochzukommen. Sonst auch nichts. Ich weiß jetzt nicht, was das Ziel ist. Wir waren da jetzt drinne. Warum muss es Nacht sein? Da müssen wir eigentlich rein. Gibt's hier ein Bett? So, schlafen. 10 Uhr abends. Machen wir 8 Uhr morgens, dann, wo es wieder hell ist. Bisschen leiser gemacht, sorry. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt genau suchen soll. Ich hoffe, jetzt mit der Helligkeit ist es besser. Also die Truhe ist leer. Vielleicht einmal kurz schnell speichern, bevor wir da noch mal reingehen. Unterirdische Höhle. Ich hoffe, jetzt können wir besser sehen. Hä, warum ist jetzt wieder Nacht? Warum ist wieder Nacht? Was soll denn der Scheiß? Warum ist schon wieder Nacht? Auf einmal ist es 11 Uhr abends. Es war doch gerade tags. Hier, es ist 8 Uhr morgens. Wenn wir da reingehen, es darf doch nicht einfach nachts werden. Warum? Was soll denn der Scheiß? Ich sehe dann doch gar nichts. Einstellungen, Anzeige. Wo muss ich genau hin? Was muss ich genau suchen? Ey, was soll denn der Scheiß jetzt wirklich? Dass der automatisch hier es Nacht machen lässt.
So, nochmal schnell zurück. Habe ich irgendwie Tränke dafür? Seltsamer, wasserfarbener. Ja, unter Wasseratmung 500 Sekunden. Das wären dann, glaube ich, So, muss ich hier irgendwas finden? Eine Truhe? Feuersalze, Stahlbarren. Ich brauche mehr Tränke. Bin Geograf Schürig, Eisenschwert. War der Trank jetzt wirklich dafür gedacht? Aber warum sollte es Nacht sein? Das mit der Nacht, regt mich jetzt auf. Mirella Göttertrunk, die Kunde vom Schicksal ihres Sohnes überbringen. Bruder Lukas. Schwester Tanara. Teleport nach Ark. Kors Schwert. Okay, Merunes Dagon einfach hier als Dings. Bring doch. Ich habe so das Gefühl, manchmal willst du einfach nicht springen. Okay, Teleport nach Ark. Okay, hier sind wir gelandet. Vor allem, was soll das im... Wirklich mal härter durchgreifen. Trotzdem, was sollte das eigentlich... Ich habe jetzt extra dort gewartet gehabt, so also mich schlafen gelegt, damit es hell wird. Und ab dem Moment, wo wir die Höhle betreten, die Unterwasserhöhle, meint das einfach Nacht zu werden? Was soll das? Oh, nee, nicht der Widerliche. Immer weiter, voran. Mit Ruhm und Ehre. So viele fremde Gesichter. So. Egal, ich will mich jetzt nicht drüber aufregen.
Ja? So. Ja? Mirella? Wart ihr schon auf der Insel? Ja, aber es gibt schlechte Nachrichten. Rukas ist tot. Er und die anderen Kultisten. Ein versunkener Schrein? Ihr meint also, welche Macht auch immer in diesem Götzentempel gehaust hat, hat Rukas und die anderen dazu gebracht, sich zu... Ja, es tut mir leid. Oh, bei Malphas. Ich bin schuld. Ich habe versagt. Wenn ich nur mehr für ihn da gewesen wäre, öfters gebetet hätte, dann wäre er nie vom rechten Weg abgekommen. Das... Ich spüre es einfach. Hier. Nehmt diesen Schlüssel. Eröffnet ein Tresorfach in der Bank. Die Sachen dort, sie waren für Rukas gedacht. Jetzt geht bitte. Ich brauche Zeit für mich. Oh, die Musik. Ja? Musik habe ich vermisst. Sie ließ er zurück. Jüngst waren sie vermählt. Nur für kurze Zeit getrennt sein sollten sie. Er sagte, verweil an diesem Ort, vertraue auf Malphas und mein Wort, sobald der Mond rot am Himmel steht, wirst du mich schon heile wiedersehen, vorzog er. Aber okay, wir müssen weiter. Auch so gern ich mir das weiter anhören will. Das möchte ich mir nicht anhören. Schreitet wohl. Aber Malphas zum Gruß, auf zur Bank. Nordwindgebirge leben Ex-Menschen? Oh, sorry, ich mach mal einen kleinen Break. So, sorry für die Unterbrechung. Ich musste kurz einen kleinen Break machen, weil mit der Nase hatte ich gerade jetzt irgendwie so ein Problem gehabt, dass ich da jetzt nicht atmen konnte. Ja, ich bin ein bisschen erkältet aktuell. Deswegen. So, aber wir wollen in die Dings. Wir haben jetzt einen neuen Schlüssel für ein Fach. Okay, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Für welches Fach haben wir jetzt einen Schlüssel? Schreitet wohl! Aus dem Weg! Das ist es auch nicht. Der hier? Der hier? Morgenlufttrank exklusiv. Der Schlechter von Ark, Buch 9, der Aufstieg. Wir haben schon 6 Bücher. Das ist mein Bankfach, oder? Haben wir sonst noch was? Hier. Ambrosia nehmen wir mit. Münzhaufen. Silberbarren, Goldbarren. Goldbarren, Mondsteinbarren. Können wir verkaufen gehen, definitiv. Hi!
so aus dem Weg. Ich muss wieder raus. Aber war schön, einfach mal ein neues Gebiet der Map zu sehen. Festung Nebelwacht. Was wäre Festung Nebelwacht? Das hier? Ne, Schloss Goldfuß? Drachenhort? Festung Nebelwacht. Aber komm, wollen wir es jetzt mal riskieren, das hier mal zu machen? Schloss Goldfuß? Mesdames. Misère. Da war ja zwar so eine Dings, das heißt, das hieß, Alter, das mit der Nacht, dass es Nacht wurde, das stört mich noch immer. Dass es einfach zur Nacht wurde, obwohl es heller Morgen war. Obwohl, wir können auch das trostlose Feld. Macht man das? Ja, du bist ein Feiner. Du bist ein Süßi. So, auch ins Herzland. Misser, wo muss ich hin? Ah, okay, Nebelwachtbergen. Okay, es ist nicht weit von hier. Warum? Wir waren doch im Fremdenviertel. Warum sind wir nicht da durch? Die Questmarker. Ey. Die machen mich manchmal auch fertig. Iselchen. Wie weit ist der Weg eigentlich? Wäre ich hier gerade aus? Ah, okay. Ins Startgebiet zurück müssen wir dafür. Ich liebe die Musik hier. Aber übrigens, weil ich ja vorhin die Helligkeit angepasst hatte, geändert hatte. Ich werde das jetzt so lassen. Von der Helligkeit her. Weil ich einfach nichts sehe hier. Also auf dem Bildschirm. Weil wegen der beiden Lichter hier. War hinter mir was? Ne. Wegen der beiden Lichter hier, der Keylights, die ich hier habe, ist dann mein Bildschirm im Grunde für mich einfach nur schwarz, wenn es zu dunkel ist. Auf dem OBS-Bildschirm, klar, sieht man noch ein bisschen was. Wo muss ich jetzt hin? Wo bin ich hier eigentlich?
Ich muss hier rüber. Okay. Und daher ist wirklich das Sinnvollste, dass ich da einfach die Helligkeit hoch mache. Weil, wie will man etwas spielen, sage ich jetzt mal, wenn einfach der Bildschirm einfach nur komplett schwarz dann ist? Die Banditen sind hier wieder da. Die Säbelzahnkatze ist auch wieder da. Ich hoffe, die Katze lässt uns in Ruhe. Ist das auch immer noch der richtige Weg? An sich eigentlich ja. So, hier irgendwie was Neues. Aber an sich hat es dann jetzt doch den Vorteil, wenn die alle doch wieder respawnen. Und wenn es kein Maximallevel gibt, dass wir dann einfach im Grunde doch schaffen könnten, alles zu skillen, oder? Hier ist auch niemand wieder da. Dim, 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 dim. So. War das hier nicht Nebelheim? Wo wir jetzt sind? Flussheim. Beim zerstörten Gehöft. Hier gab es doch noch ein paar Sachen, die wir nicht entdeckt haben, erkundet hatten. Jetzt ist nur die Frage. Hä? Wie kommt man da hoch oder dahin? Steig ab. Muss ich da hoch? War der Weg, den ich jetzt gegangen bin, umsonst? Kann es nicht langsam hell werden?
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Forschungsbericht aus der Festung Nebelwacht Bergen. Wie komme ich zu... Ah. Wie komme ich zur Nebelwacht? War ich schon bei der Nebelwacht irgendwie mal? Schnellreise geht ja hier nicht. Aber wie komme ich jetzt dahin? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder? Greif mich so kleine Ratten an. Klarwasserhöhle. Wie sieht es eigentlich aus bis zur nächsten Stufe? Wir sind bei 126.000, wir brauchen 129.000 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Wenn ich alles nächste Stufe in 3817 Punkten. Wenn wir genug abschlachten hier, können wir genug Punkte sammeln. Ich hoffe, hier gibt es eine Möglichkeit zu pennen. Denn dass es nachts ist, geht mir ein bisschen auf den Senkel. So, wir müssen aber in die Richtung. Ich hoffe, hier gibt es irgendwie einen Weg. Ne, nicht wirklich. Ich brauche einen Weg in diese Festung. Bei den Zwillingstüren gibt es irgendwie was. So, gleich kommt die Säbelzahnkatze. Für den Hasen gab es keinen Punkt. Okay, wo ist die Katze jetzt? Ja, aber echt jetzt, wie soll man... Achso, das ist der Hase. Okay, wir sind gerade hier. Aber wie sollen wir wirklich zu der
Burg kommen. Oder zur Festung. Da vorne kommt gleich die Katze dann. Und war hier vorher auch Blut? Danke für eure Hilfe. Wo ist euer Bruder? Ach hier, okay. Mistkerl, verdammter. Okay, so, wo ist die Katze? Ich muss jetzt irgendwie zu der Burg kommen. Von hier wird das nichts. Wie oder wo oder ich brauche einen Weg irgendwie oder eine Markierung, Wegmarkierung. Muss ich mich vielleicht durch die Banditen hier schnetzeln? Die Katze ist da unten. Ich glaube, ich muss mich wirklich durch die hier durch kämpfen. So. Dietrich nehme ich mit, das nehme ich mit. Den Rest lasse ich mal. Nur ein. Das war schon. Ich habe ihn gerade da unten gesehen. Den kann ich nicht mehr looten. Ich glaube, ich muss hier durch. Dieses Geräusch. Was deutet das hin? Hier ist irgendwo was versteckt. Irgendwas, das ich nicht sehe, aber höre. Ich glaube, Enderal werde ich auch noch 1000 Jahre spielen. Braunfelsenhöhle. Gibt es hier aber keinen Weg oder so, der noch nach oben führt? Nein, du sollst springen.
So. Ach, komm. Ich will da hoch. Wo wurde mein Reittier herbeigerufen? Ich sehe es nicht. Damit müssen wir jetzt hochkommen, oder? Ich dachte schon. Alter. Irgendwie müssen wir doch wieder... Wo soll denn das Dings hier versteckt sein? Und die Burg da, die wir untersuchen sollen. Wo ist denn da der Weg? Okay, der Sprung war super. So, da sehe ich schon die Burg, aber wie hätte man da hinkommen sollen? Wenn das die ist. Jetzt ernsthaft, wie hätte man da hinkommen sollen? Okay, gut, dass ich vorher hier gespeichert habe. Vorsichtig, Eselchen. So, wir finden uns einen anderen Weg da hoch. Nebelwacht entdeckt. Endlich. So, und jetzt springen hätte. Was ist mit... So, können wir anders dann da irgendwie hoch? Wir sind ja eigentlich hier richtig.
Okay, von hier komme ich nicht weiter hoch. Oder drauf. Ja. So, okay, warte. Nein. So, zwei zusätzliche Groschen, okay. Das nehmen wir mit. Das. So, ich speichere jetzt einmal. Weil wir sind jetzt hier oben. Haben endlich das erreicht. Jetzt ist die Frage. Was war eigentlich der richtige Weg hierhin? Da unten ist auch noch was. Autsch. Okay, interessante Musik gerade. Genesungstrank. Wasseratmungstrank. 10 Sekunden, ich glaube, 10 Sekunden bringt gar nichts. Autsch. So, hier. Ich glaube, das ist der Weg. Okay, Geister. Spektraler Apothekarius. Ja, jetzt versteckst du dich, ja? Jetzt auf einmal hast du Angst. Okay, der eine ist schon fast hinüber. Okay. Was war das denn jetzt? Werde ich jetzt von Bienen angegriffen? Oder Fliegen? Irgendwo hat mir noch was entdeckt. Von da oben wahrscheinlich haben die mich jetzt nochmal entdeckt.
von da hinten können die mich noch treffen. Okay. Dann muss ich mich woanders noch verstecken. Dumm, 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 dumm. Okay, wann bin ich nicht mehr sichtbar? Dum, 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 dum. Okay, gleich haben die Mutanten uns verloren. So. In dem Fall würde ich erstmal was essen. Kann ich das hier nutzen? Fortgeschritten, viel zu fortgeschritten. Okay, die Eispranke würde ich auf jeden Fall. Pranke will ich hier nochmal erhöhen. Und den Dattelkuchen. So. Okay, da chillen die schon. Alter, das mit dem Fliegen. Das Geräusch. So, ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter und gehen dann rein. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.